Die Geschichte begann 1946. Damals kaufte Eberhard W. Kornfeld, zu jener Zeit Volontär in der Berner Kunsthandelsfirma Gute Kunst und Klippstein, seine erste Rembrandt-Radierung. Damit legte er den Grundstein zu einer Rembrandt-Grafiksammlung, die heute nach mehr als 6 Jahrzehnten Sammlertätigkeit zu den weltweit bedeutendsten in privater Hand zählt. . 2006 waren die Radierungen aus der Sammlung Kornfeld zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich, in einer Ausstellung des Kunstmuseums Basel aus Anlass von Rembrandts 400. Geburtstag. Noch befindet sich die Rembrandt-Grafiksammlung Eberhard W. Kornfelds im Haus des Sammlers, Kunsthändlers und Auktionators. Doch gingen schon 2008 über 100 Rembrandt-Radierungen und eine Kupferplatte als Schenkung in den Besitz des Kupferstichkabinetts der öffentlichen Kunstsammlung Basel über. Rembrandts grafisches Werk gilt als eines der innovativsten und bedeutendsten der Kunstgeschichte. Und auch Rembrandt war ein großer und leidenschaftlicher Sammler.